Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, alles kommt auf die Blickrichtung an. Was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieses Wort, das wir aus dem Mund der Engel hören, in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte, dieses Wort, was steht ihr da und schaut zum Himmel, haben sich heute viele zu eigen gemacht. Was soll das? Blickrichtung Himmel. Es gibt keinen Himmel. Der Himmel ist leer. Der Himmel ist naturwissenschaftlich zu beschreiben. Dieses Wort der Engel, liebe Schwestern und Brüder, wird heute vielfach umgedeutet und es prägt ganze Gesellschaften, etwa die, in der wir leben. Mit dieser Blickrichtung Himmel wird alles ausgeschaltet, was mit Himmel zu tun hat. Dass das Leben ein Geschenk ist, dass es nicht beschränkt ist auf diese Spanne des irdischen Lebens, dass dieses Leben von Gott kommt und etwas mit Gott zu tun hat und sich von ihm her verdankt und sich vor ihm verantwortet. Dafür ist kein Platz. Wir sehen das ja in ganz kleinen Dingen. Wenn jetzt schon die FIFA hingeht und den Sportlern das Kreuzzeichen auf dem Platz, was immer das heißen mag, ob das dann besonders christlich ist, weiß ich nicht, aber das darf nicht mehr sein. Öffentliche religiöse Äußerungen, weg damit. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Das ist eine große Agenda. Wir sollten uns nichts vormachen. Und die, die führend sind in unseren Gesellschaften, verfolgen genau diese Tagesordnung. Und sie werden nicht ruhen, bis sie sie durchgesetzt haben. Und manchmal machen wir uns dann noch zu nützlichen Idioten. Also, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Weg mit dem Himmel, wir brauchen keinen Himmel. Wir machen alles hier selber. Auf die Blickrichtung kommt es an. Ist es denn genug damit getan, dass wir zum Himmel blicken? Wenn wir den Engeln genau zuhören, was sie den Männern von Galiläa da sagen, sie sagen ja nicht, lass das sein, zum Himmel zu blicken. Das sagen sie nicht. Und das schreibt auch Lukas nicht auf, weder im Evangelium noch in der Apostelgeschichte. Denn wir finden diese Männer von Galiläa zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, voll Freude, dass sie zurückgehen und diesen Blick behalten. Wir finden sie nämlich im Gebet versammelt, wo dieser Blick immer wieder geöffnet wird. Aber auch diese Männer von Galiläa haben es lernen müssen, denn sie haben zuerst einen anderen Blick. Auch hier kommt es auf die Blickrichtung an. Sie beschäftigen sich nicht mit dem Himmel. Sie beschäftigen sich mit dem, was jetzt ist und was offenbar ein großes Problem für sie ist. Herr, stellst du in diesen Tagen das Reich für Israel wieder her? Was so wie ein Nebensatz in der Lesung vorkommt, liebe Schwestern und Brüder, ist schon stark. Diese Jünger haben den auferstandenen Christus vor sich, der vor 3 Tagen gekreuzigt wurde, der sich nun als der Lebendige in ihrer Mitte zeigt. Und sie versuchen es einfach nochmal, wie sie es schon so oft versucht haben. Ist es denn jetzt endlich so weit, dass wir das politisch greifen können, dass du etwas bewirkst hier in dieser Welt? Können wir das denn jetzt endlich mal bitteschön sehen? Auferstehung gut, das ist jetzt rum. Aber jetzt muss das auch Ergebnisse haben. Und zwar greifbare Ergebnisse. Und zwar hier und jetzt und am besten direkt. Auf die Blickrichtung kommt es an. Und Jesus korrigiert sie sogleich. Es steht euch überhaupt nicht zu. Und wenn wir davon reden, ist das die Entscheidung eines anderen, nicht eure. Was, liebe Schwestern und Brüder, ist unsere Blickrichtung? Himmel oder die Erde? Wenn wir den Vätern zuhören, liebe Schwestern und Brüder, dann sagen sie, unsere Blickrichtung muss in beide Richtungen gehen. Denn das ist ja das, was wir mit einem großen theologischen Wort Heilsmysterium nennen. Denn die Bewegung geht von oben nach unten und von unten nach oben. In Jesus Christus wird Gott Mensch.
Blickrichtung Erde. Er beugt sich hinab, er kniet sich hinein in diese Welt, in diese Existenz, unter unseren Bedingungen, die manchmal reichlich mühsam sind, die in der Regel hier in diesem Weg mit dem irdischen Tod, mit dem Verfall enden. Das ist die Bewegung Gottes. Gott blickt in Richtung seiner Erde, weil sie ihm nicht egal ist. Aber damit ist der Weg nicht zu Ende. Es gibt die zweite Blickrichtung, zum Himmel. Denn dorthin geht Christus zurück. Was die Väter von Anfang an sagen an diesem Festtag ist, du verbindest Himmlisches mit Irdischem, der du das Irdische mit dem Himmlischen verbindest. Sie beten in ihren großen Hymnen, die Engel geraten in Erstaunen, dass da plötzlich ein Adamskind in ihrer Mitte erscheint. Christus, der Mensch geworden ist, wird zum Himmel erhoben und mit ihm alle, die zu ihm gehören, alle, die auf seinen Namen getauft sind, wir. Christliches Leben, und das folgern die Väter daraus, wir haben das gestern Abend in einer Lesung in der Vigil gehört von Gregor Palamas. Christliches Leben heißt, mit beiden Beinen auf dieser Erde zu stehen und uns zu bewähren in dieser Frist, die uns Gott gibt. Aber niemals die Blickrichtung zu verlieren in den Himmel. Sonst wird unser Leben perspektivlos. Sonst geschieht das, dass wir nur um uns selber kreisen und alles herausholen müssen aus diesem Leben. Wir sind auf dem Teil der Erdkugel, die sich das leisten kann. Andere können das nicht. Mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen, den Himmel nicht zu benutzen als eine falsche Flucht, als Möglichkeit, jetzt hier nicht richtig leben zu müssen, weil das Wirkliche kommt ja erst noch. Ja, das stimmt, aber es kann auch falsch sein, es so zu verstehen. Mit beiden Beinen auf der Erde, aber immer den Blick zum Himmel. Das ist die Perspektive, liebe Schwestern und Brüder, die uns dieser Festtag schenkt, die uns Christi Himmelfahrt schenkt, die uns Christus selber heute zum Geschenk macht. Deshalb ist die Liturgie so wichtig. Ich sage es immer wieder, aber man kann es nicht oft genug sagen, weil sie uns ein Stück Himmel nahe bringt, weil die Liturgie genau das Scharnier ist zwischen Erde und Himmel. Die Wirklichkeit dieser Erde wird hier, etwa gleich, in den Fürbitten nicht ausgeblendet. Sie kommt zur Sprache, aber sie erschöpft sich nicht darin, die Liturgie. Wenn wir uns alle nur noch im Kreis setzen und einander nett finden, ist das keine Liturgie, das ist Firlefanz. Die Liturgie öffnet eine Perspektive. Sie hält den Himmel offen. Und das ist nicht das Werk der Liturgie, nicht das Werk von Kommissionen oder liturgischen Büchern, die von Bischöfen unterschrieben sind. Es ist das Werk Christi, der den Himmel geöffnet hat und der ihn für uns offen hält. Und jedes Mal, wenn wir uns versammeln, so wie die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu, im Abendmahlsaal mit der Mutter Jesu, im Gebet, bitten um den Heiligen Geist, dann geschieht das, dass sich der Himmel öffnet. Dann halten wir ihn für diese Welt offen, auch wenn uns viele für verrückt halten. Vielleicht kommt der Zeitpunkt, an dem sie noch einmal dankbar sein werden. Das Geschenk des Auferstandenen ist der offene Himmel und die Erde, die genau so verwandelt wird durch die Kraft derer, die einen offenen Himmel über sich haben. Und so findet heute zusammen, was zusammengehört: Himmel und Erde, Gott und Mensch.